Jo, Pan, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 17-Karriere mit VfL Bochum. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir spielen heute gegen Aue, gegen den Letzten der Bundesliga. Und das zu Hause. Also zu Hause, das könnte was werden. Heim- und Auswärtstrikot hier schon ausgewählt. Im Stadion Neda, also eigentlich natürlich in der Vonovia, im Vonovia-Ruhrstadion. Aber ja, ich habe ja die Kader aktualisiert und dann werden die leider nicht gespeichert. So, heute mal Lorenzen auf der Bank anstatt Quaschner, der mir ja schon gefallen hat, der liebe Lorenzen. 13 Uhr ist an Start, Legende 5 Minuten und wir gucken mal, da habe ich die Tor-News an, eigentlich müsste ich sie anhaben. Ja, St. Pauli gegen Hannover. Okay, so. Wir starten mal einfach in das Spiel und hoffen, dass hier heute ein paar schöne Tore fallen werden. Und oh, erstmal ein schöner Lupfer hier. Und mal sehen, geht der auch noch rein? Ne, der geht drüber, der Lupfer. Aber der Lupfer doch nicht, oder? Ne, perfekt. Und wie sieht's mit dem hier aus? Okay, an die Latte. Egal. So, wir starten rein. Im Schauer. Und mal sehen, wie dieses Spiel hier wird gegen Aue. Wir müssen gewinnen eigentlich. Also das Spiel gegen den Letzten sollte schon Pflicht sein, eigentlich zu gewinnen. So, Hoogland. Eisfeld, Losila. Wieder Eisfeld, jetzt Hoogland, Bastians, Pertl mit dem Ball auf Hoogland, jetzt wieder Eisfeld, Eisfeld mit dem Ball auf Losila, sehr schön, Stiefermann direkt mal gut durch eigentlich, muss jetzt nur noch den letzten Pass setzen, Eisfeld, und Eisfeld sieht da Stefaniak und Stefan, nee, Pertl ist das, okay, wo ist denn dann Stefaniak, aber das war jetzt leider der Ballverlust und das könnte den Konter geben, aber Bastians ist da, sehr schön, Stiefermann. So, Lucila. Lapa und das war wieder der Fehlpass, das gibt es nicht. Riese jetzt mit dem Ball. Köpke auf Breitkreuz, der auf Härtner und Härtner mit dem Ball jetzt weiter auf Riese. Jetzt Nazarov. Uchida. Kluft. Köpke. Wieder Kluft am Ball. Wir kommen nicht an den Ball. Aber jetzt Vukur. Sehr schön. So, Losila. Auf Hoogland. Hoogland. Jetzt mal schön. Wo war der Ball denn hin? Da spiele ich halt nicht mal hin. Genau, Mann. Alles klar. Fandrich. Und jetzt Uchida. Wieder Fandrich. Und jetzt der Ball nicht von Vukur geklärt, aber von Pertl. Und jetzt der Ball zu Vukur. Und Stefaniak jetzt am Ball. Stefaniak setzt sich durch. Ist schneller als die anderen. Und verliert jetzt trotzdem den Ball. Ah, Riedel dazwischen. Okay, Einwurf für Stefaniak. Geht auf Fandrich. Ja, warum denn auch nicht? Uchida. Rizzuto. Riedel. Wieder Uchida. Wieder Riedel. Und jetzt Männel. Breitkreuz. Härtner. Härtner mit dem Ball. Auf Nazarov. Und Nazarov mit dem Ball jetzt weiter auf Kluft. Ah, Härtner. Jetzt Köpke. Bringt den Ball rein. Da steht Fandrich. Aber dann ist Pertl da. Sehr schön. Wieder Stefaniak. Jetzt aber Mlappa. Und jetzt wieder Stefaniak. Und jetzt kann Stefaniak sich wirklich mal durchsetzen. Und jetzt flankt er den Ball auf Eisfeld und Eisfeld köpft den Ball direkt daneben. Eieiei, 24 Minuten gespielt. Und bisher relativ offen das Spiel. Also sowohl Aue mit ihren Chancen als auch wir. Wir sogar mit relativ wenigen im Gegensatz zu Aue, aber dafür wenigstens mit Schüssen und Aue, glaube ich, bisher noch ohne Schuss. So, Riedel, Rizzuto und Köpke. Jetzt Uchida. Uchida, Riese, Nazarov und jetzt Kluft. Legt den Ball auf Nazarov. Und da ist der Schuss. Aber der Ball ist drüber und abgefälscht von Pertl. Deswegen gibt es hier die Ecke. 29. Minute. Und der kommt gut. Aber Riemann hat den Ball. Sehr schön. Riemann mit dem Ball jetzt auf Eisfeld. Und Losila. Ah, Uchida. Na, komm schon. Nazarov.
bringt den Ball nicht rein. Legt den Ball lieber auf Uchida. Von da aus auf Härtner. Und Härtner jetzt vielleicht mit dem Ball hier irgendwie mal in den Strafraum. Nein, auch nicht. Trickst sich hier eher dumm und dämlich. Jetzt Riese am Ball. Wieder Uchida. Und jetzt wieder Härtner. Und jetzt ist Bastians am Ball. Es gibt den Einwurf. Härtner mit dem Einwurf auf Kluft. Der wieder auf Härtner. Und jetzt der Ball wieder im Aus. Wieder Einwurf. Und das mit einem schönen Tackling hier von Celozzi. Und wir kriegen den Einwurf. Und Celozzi jetzt am Ball. Jetzt Eisfeld. Jetzt wieder Stiefermann. Und Stiefermann kann sich da gut durchsetzen. Lapper mit dem Ball auf Hoogland. Und Hoogland schießt einfach mal. Und der Ball ist viel zu weit entfernt. Eieieiei, viel zu weit daneben. Okay, also bisher sieht es eher aus nach einem torlosen Unentschieden. In der ersten Hälfte zumindest. Und ein Lapper. So. Und das gibt jetzt erstmal den Freistoß. Sehr schön. Mit dem Freistoß könntest du natürlich nochmal was geben. Wenn wir hier den Freistoß vielleicht gut reinbringen. Und er kommt gut. Und jetzt hat auch ein Lapper den Ball. Aber er verliert den Ball auch direkt. Und jetzt Stefania und Riede da mit dem Ball ins Aus, während mein Computer hier gerade immer lauter wird und immer mehr ausrastet. Alles klar, Computer. Und Lucila auf Eisfeld. Eisfeld mit dem Ball. Auf Stiefermann. Jetzt wieder Eisfeld. Hoogland. Mlappa. Und Mlappa schießt. Und Rizzuto hält den Ball. Gibt die Ecke aber. Wenigstens die Ecke. Vielleicht bringt die ja was. Und jetzt der Ball direkt mal auf Celozzi. Celozzi bringt den Ball dann rein. Da steht Pertl und der Ball an die Latte. Oder ans Lattenkreuz. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall eine unglaublich gute Chance. Und der Ball hätte drin sein müssen. Aber so steht es 0:0 zur Halbzeit. Und Hannover führt gegen St. Pauli. Und wir haben keine Meldung bekommen. Alles klar. Okay, Köpke auf Nazarov. Jetzt Fandrich. Hoffentlich in der zweiten Hälfte wir nochmal ein bisschen torgefährlicher. Und hoffentlich Aue noch weniger als eh schon. Okay, Pertl hat den ersten Ball erstmal. Und der Ball geht einfach direkt zu Nazarov. Und jetzt gibt es noch den Freistoß. Eieieiei. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und Vuku hat den Ball. Sehr schön. Stefaniak hat den Ball jetzt sicher. Stefaniak täuscht den Ball einmal an. Kann sich damit an den ersten Spieler vorbeischlingeln. Täuscht den Ball jetzt nochmal an. Und das war ein Foul. Gibt den Freistoß hier jetzt auch noch für uns einmal. Und Bastians mit dem Ball aus so einer Entfernung lohnt es sich einfach mehr, den Ball flach zu spielen. Jetzt auf Eisfeld und Eisfeld schießt den Ball dann einfach mal. Und Mendel hält ihn. Gibt aber die Ecke. So, und die Ecke können wir natürlich auch wieder gut benutzen. Bastians auf Celozzi. Celozzi flankt den Ball. Hat ja gerade ganz gut geklappt. Mlapper dazwischen. Und jetzt der Ball immer aus. Warum springt dem Mlapper denn noch dazwischen? Da war perfekt perlfrei. Aber gut, so kann man es auch machen. Riedel. Riese und jetzt Nazarov. Kalik. Riese wieder und jetzt wieder Kalik. Kluft. Na. Na. Kluft auf Köpke, aber Vuko da, sehr schön. Nazarov, Van der Heyden. Und jetzt. Ah, wir kriegen den Ball gerade nicht. Oh Gott, viel zu viel Platz, aber Riemann hat den Ball. Gegen Fadrich. Das ist viel zu viel Platz, was wir da gerade bieten. Und das muss besser werden jetzt. Und Riemann mit der nächsten Parade. Oh mein Gott. Gerade haben wir Riemann zu verdanken, dass es hier noch 0:0 steht. Und Karlik und derweil war sehr weit drüber. Alles klar. So, Riemann mit dem Ball jetzt auf Pertl. Der täuscht den Ball an. Legt den Ball auf Stefaniak. Hoogland. Jetzt Stefaniak, Pertl, wieder Hoogland am Ball. Jetzt Pertl, Stefaniak und der Ball war zu lang, zu steil für Stefaniak. Alles klar. Was macht Stefaniak da? Der schläft da auf dem halben Weg ein. Fandrich, Hoogland hat den Ball, Einwurf. Und jetzt hat Stefaniak den Ball und Einwurf. Alles klar. Warum auch nicht? So. Okay, der Ball zu Riedel. Von da aus ins Aus. Einwurf. Okay, jetzt eher eine Einwurfpartie. Das verstehen wir hier als Trainer natürlich nicht. Und der Ball auch noch direkt zum
Gegner wieder. Köpke. Jetzt Skalatidis. Ich glaube, die haben schon dreimal gewechselt. So, Van der Heden. Perl. Bastian, sehr schön. Schelotzi jetzt am Ball. Stiepermann, wieder Schelotzi. Mit dem Ball auf Losila. Eisfeld und jetzt Mlappa. Mlappa. Ah, oh, das gibt es nicht. Mlappa kriegt hier nirgends den Ball. Skalatidis. Auch nicht mit dem Ball. Okay, wir sind jetzt in der 70. Minute. Wir müssen gleich mal auswechseln und mal hoffen einfach, dass wir dadurch vielleicht nochmal ein bisschen Kraft bekommen. Warum hat es denn gegen Union so gut geklappt? So, Wurz kommt rein zusammen mit Stöger und ja, mit Davidovic jetzt einfach mal für Hoogland. So, sind drei gute Wechsel meiner Meinung nach. Kann man alle drei gut machen. Und jetzt Kluft am Ball. Auf Nazarov. Und Nazarov jetzt wieder auf Kluft. Und Kluft ist gut durch. Oh Gott. Bitte nicht jetzt direkt im Anschluss. Wo wir gerade wechseln und angreifen wollen. Nicht das... Okay, sehr schön. Riemann. Losila, Perl. Und Perl mit dem Ball auf Wurz. Und Wurz. Ah, das gibt es nicht. Jetzt aber, Davidovic, sehr schön. Wurz, wieder Davidovic. Und Davidovic legt sich den Ball zweimal vor. Flankt den Ball jetzt auf Wurz. Und Wurz kann den Ball dann nicht richtig behaupten. Schade, okay, wir gehen mal auf Offensiv. Auf sehr Offensiv sogar. So. Izzotto. Jetzt Van der Heyden. Jetzt wieder Izzotto. Riedel. Nazarov und Nazarov mit dem Ball. Und das war ein Foul von Losila hier. 10 Minuten noch zu gehen. Und bisher zu wenig. Und das eindeutig. So, Vuku. Auf Stöger. Stöger auf Wurz. Und das war ein Foul. Gibt nochmal den Einwurf, den Freischuss jetzt. Auf Stiepermann. Und Stiepermann auf Wurz. Wurz. Mit dem Ball leider den Fehlpass. Und jetzt müssen wir hier einfach mal ganz viel zusammenkämpfen. Kommt schon. Van der Heyden. Jetzt Kluft am Ball. Ah, das gibt es nicht. Jetzt behaupten sie hier den Ball auch noch. Köpke. Kluft. Ist ja auch schlau von Aue. Sie spielen jetzt eher so ein bisschen so gesehen auf Zeit. Aber sie haben jetzt auch den Ball wieder verloren. So, also nicht richtiges Zeitspiel, aber halt so ein bisschen auf... Ballbehauptung. Also so ein bisschen einfach den Ball behaupten und langsam einen Angriff aufziehen. Und wir sind die ganze Zeit richtig schnell am Angreifen. Ist so ein bisschen auch der Unterschied von uns und Aue jetzt gerade. So, Perl. Stöger. Vukur. Mit dem Ball. Wurz. Kriegt den Ball da nicht geschossen. Van der Heyden. Und Rizzuto. Jetzt aber Losila nochmal am Ball. Davidovic, Stöger mit dem Ball. Das gibt's doch nicht. So viele Freistöße immer. Ey, was? Wo war der Ball denn jetzt hin? Den habe ich da nicht hinbestellt. Aber egal, okay. So, 4 Minuten gibt es noch. Also noch eine Minute insgesamt jetzt. Oh Gott, kommt. Letzter Angriff. Jetzt Wurz. Schaffen wir hier den Lucky... Was? Mitten im Angriff pfeift er einfach ab. What the fuck? Alles klar. Okay, Leute. Viel zu wenig. Nächstes Unentschieden. Das ist hier echt eine Katastrophe gerade. Ich weiß nicht, was ich anderes dazu sagen soll, aber es bahnt sich momentan einfach immer mehr eine Katastrophe an. Merkel möchte mehr spielen. Und wir auf dem 5. Platz, aber nur momentan, würde ich sagen. So. Okay, wir simulieren mal alle Trainingseinheiten, hoffen einfach mal, dass das klappt. Und Maja verbessert sich, Davidovic auch, Davidovic sogar auf die 71. Alles klar, sehr gut. Das gibt es nicht. Also, wir hier eindeutig zwar auf dem 5. Platz nochmal einen Punkt gut gemacht, aber trotzdem zu wenig. Hannover schon 8 Punkte entfernt. Führt 4 Punkte und Stuttgart 2, genauso wie Karlsruhe. Aber 5
Unentschieden sind einfach zu wenig. Gut, mit Hannover natürlich die einzigen Ungeschlagenen, aber trotzdem ist es einfach zu wenig, wenn wir hier ungeschlagen sind durch ein Unentschieden nach dem nächsten. Und Fürth ist auch noch unser nächster Gegner, der Zweite in der Liga. Das könnte interessant werden. Das muss man jetzt natürlich mal sagen. 15 Punkte haben sie, 5 Siege, 2 Niederlagen. Hauen wir ihnen die dritte Niederlage rein? Wir hoffen es mal. Und ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.